Ist das schön. Bald wie ein bisschen auf dem Traumschiff, gell? Ja, stimmt. Ja. Es fällt aber bloß noch der erste Deckoffizier. Komm, du in dein Alter. Oh, Helle, wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch. Wo soll denn hier ein Gebüsch sein, mitten auf dem Wasser? Und wo wollen wir denn überhaupt hinfahren? Ach, ich will so gern einmal mit dem Boot nach... Wo willst du denn hin? Na hier, wo jetzt so viele Leute hinwollen. Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Aber es heißt so ähnlich wie eine Stehlampe vom Ikea. Wort Lampedusa. Meinst du Lampedusa? Ja, genau, Lampedusa. Und wer will da hin? Ach, ganz viele Leute. Das hört man doch immer zu. Und weißt du auch, warum die dahin wollen? Ja, wahrscheinlich, weil das Wetter schön ist. Och, bist du prasselig. Wieso? Ist das Wetter nicht schön? Die Leute, die nach Lampedusa wollen, sind auf der Flucht. Och, das tut mich aber leid. Nicht einmal im Urlaub haben die ein bisschen Ruhe. Anna, Lampedusa hat nicht mit Urlaub zu tun. Hanno, ja, ich fahre auch viel lieber in Urlaub nach Bali. Du machst Urlaub in Bali? Mit dem Neckermann bis nach Indonesien? Nee, mit dem Kröschel bis nach Bad Liebenstein. Ach so, aber horch, die Leute, die übers Mittelmeer nach Lampedusa fahren, die kommen nicht mit dem Kröschel. Das ist ja nur klar. Jetzt hast du es wohl begriffen. Ja, freilich. Die Busse vom Kröschel, die können ja gar nicht schwimmen. Anna, die Leute, die übers Mittelmeer nach Lampedusa kommen, die sind auf der Flucht, weil bei denen zu Hause Krieg ist. Ach so, das sagt mir doch keiner. Ja, guckst du kein Fernsehen? Nee, ich sehe doch so schlecht. Ich guck nur noch Radio. Da bist du auf die Ohren wahrscheinlich auch blind. Warum? Ja, weil du dann wüsstest, wie die Leute mit ihrem Schlauchboot bei Wind und Wetter übers offene Meer fahren, weil sie vom Krieg flüchten. Ja, ist dann das nicht gefährlich? Das ist kreuzgefährlich. Das überleben auch nicht alle. Ja, und dann? Ja, und dann, wenn sie Glück haben, schaffen sie es bis Lampedusa. Und dann? Und dann kommen sie in eine Flüchtlingsunterkunft. Und dann beginnt ein Asylverfahren. Was für Zeug? Ein Asylverfahren. Da wird entschieden, ob jemand in einem fremden Land bleiben darf oder nicht. Ach so, ja. Das hat ja beim Bodo Ramelow in Thüringen auch geklappt. Ja. Ja, nur dass der nicht aus einem Land kam, wo Krieg ist, sondern aus Niedersachsen. Ach, der Ramelow. Die Armsau. Und das ist doch genau die Frage. Was ist genau die Frage? Die Frage beim Asylverfahren ist, ob jemand zu Hause um sein Leben fürchten muss oder nicht. Ach so. Ja,
Wenn der zu Hause nicht zu befürchten hat, muss er wieder heim. Also stimmt das gar nicht so, wie es immer über die Främe heißt. Wie heißt es dann immer über die Främe? Na ja, auf einmal sind die alle da und sie ziehen uns das ganze Geld aus der Tasche. Wie der Wolfgang Schäuble. Und Steuern zahlen die so gar nicht. Wie der Uli Hoeneß. Und dann führen die sich hier auf wie die Vandalen und denken, sie können sich alles erlauben. Wie der Dieter Bohlen. Nee, so schlimm nur auch wieder nicht. Siehst du, Anna, die Nationalität ist egal. Dumm Sau bleibt dumm Sau. Ja, da hast du recht. Aber sag mich mal, kommen die alle mit so einem Schlauchboot übers Meer daher? Nee. Manche kommen auch über den Landweg, zum Beispiel über Ungarn. Ach ja. Und fällt dich dazu etwas ein? Flucht über Ungarn? Was fällt dich dazu? Fällt dich doch dazu? Fällt dich was ein? Ja, freilich. Da ging meine Antenne noch. Ja. Das war doch. Das war doch, wo so viele laut von der DDR abgemacht sind. Nübergemacht. Nübergemacht. Richtig. Ja. Weil die wohl hier um ihr Leben fürchten mussten. Da muss ich immer überlegen. Ich sag's immer so, das Zeug, was damals in Konsum ging, das war schon teilweise lebensgefährlich. Und dann mussten die doch auch draußen kampieren, ja, bis der Hans-Dietrich Genscher kam. Überledigt's. Und dann ging's aber in Westen in die Erstaufnahmestelle. Ja, meistens nach Friedland. Das ist bald so hübsch wie Suhl. Da haben sich aber die Friedländer gefreut, nehme ich an. Ja, bald wie in Suhl. Ha, und dann? Ha, und dann? Auf die Papiere warten, Begrüßungsgeld abholen, 2-3 Mal. Ach ja, das geht ja auch. Ja. Wie viel wurde denn anno dazu mal insgesamt ausgezahlt? 4 Milliarden D-Mark. Bloß an Begrüßungsgeld? Bloß an Begrüßungsgeld. Ach, sag mich mal, wie war denn das damals mit der Sprachbarriere? Du, so ein paar Sachsen mussten erst einmal einen Deutschkurs machen. Oh, verrückt. Ja, verrückt. Sag mich mal, Fried, was ist da nachher aus deinen Flüchtlingen von 89 geworden? Auch die stehen heute mit der Fackel für ein Flüchtlingsheim. Und manchmal hallen sie sie auch noch. Jawohl, aus Dankbarkeit, weil ihnen damals so hübsch geholfen ist worden. Ja, der gute Deutsche vergisst nicht. Zum Beispiel zu rudern. Ach du Kälbrame! Die meisten Leute aus dem Osten, die kommen doch gar nicht mit dem Schlauchboot. Nee, die kommen mit dem Trowand. Und das wohl noch viel gefährlicher. Aber apropos gefährlich. Kennst du einen Horst Seehofer? Och, du meinst den Franz Josef Strauß für Arme? Jawohl. Nee, den kenne ich nicht. Wieso? Wieso ist der gefährlich? Der Horst Seehofer ist doch der Chef von der CSU. Und bei dem haben die Flüchtlinge nicht zu lachen. Ach, erzähl. Ja, bei der CSU gibt es nur 2 Sorten Flüchtlinge. Entweder werden sie sofort abgeschoben oder... Oder? Oder sie bezahlen Ausländermaut. Ha, das wird nicht. Da kann der Verkehrsdoprint die auch gleich alle persönlich wieder heimtragen. Wir wollen aber nicht übertreiben, Anna. Doch, wir wollen. Bist du dir ganz sicher? Nee. Weißt du, was du richtig gut kannst? Was denn? Zurückrudern. Ach, willst du schon wieder heim? Ja, weil mich wird's bei deiner Blödheit langsam ein bisschen göckerig. Ach so. Naja, Hauptsache, dir wird dabei nicht noch übel. Oh, kennst du einen Heimweg? Freilich, immer ein Polarstern nach. Es ist ja nicht nur bei ihr so. Je größer der Dachschaden, umso besser die Aussicht zum Himmel.